Liebe Freunde der Testkapazitäten, ich habe heute lange gewartet, ungefähr um 20 Uhr am Mittwoch, den 12. August, wir haben es jetzt schon 13. August, kam also das neue Schreiben, täglicher Lagebericht zum Coronavirus und Mittwoch sind immer die Testzahlen dran. Und die neuen Testzahlen sind hier. KW32, die Tests wurden ausgeweitet um 95.000 Tests pro Woche von 578.000 auf 672.000. Wahnsinn, und wer glaubt, es ist auch so, dass damit die positiv Getesteten nach oben gingen, und zwar von 5.634 auf 6.909, und das führt zu keiner Steigerung bei der positiven Rate, zumindest nicht eine Stelle nach dem Komma. Ich übertrage diese Fallzahlen regelmäßig in eine Google-Tabelle, die zeige ich euch, und zwar hier. Und dort habe ich also die KW32 nachgetragen, und auch die letzten Wochen haben noch Änderungen erfahren im Vergleich zur KW31, die ich hier habe. Ich mache also jedes Mal ein neues Tabellenblatt, weil letztes Mal waren hier noch 573.000 und jetzt sind in der KW31 577.900, also ordentliche Nachmeldung noch. Und hier war die positiven Rate in der vorletzten Woche 31, also 0,97, und sie ist gestiegen auf 1,03. Also sie ist, wenn man so will, zwei Stellen hinterm Komma ist die positiven Rate nach oben gegangen. Das drückt sich hier aus in dieser kleinen Steigung. Und wenn man nach oben geht, sieht man also hier bis KW32 die tatsächlichen Tests, liegt also im 5000er, 6000er Bereich. Und hier sieht man die Anzahl der Tests, die ist also nochmal richtig ordentlich nach oben gegangen, während hier so gut wie gar nichts passiert. Jetzt habe ich mich nochmal schlau gemacht, wie zuverlässig denn diese PCR-Tests sind, und es wurde angegeben 99,7%, also 0,3% sind falsch positiv. Etwas verkürzte Darstellung trifft aber den Kern der Sache. So, was ist mir aufgefallen? Wenn man von 672.000 Tests, ich teile durch 1000, die 1 funktioniert nicht, und mache mal 7. Ups, 7. Das sind also, oh ne, 99,3% war die Sicherheit, also 7 Promille Falschpositive, und dann kommen wir auf eine Zahl von 4705, die falsch positiv sind bei dieser Testanzahl, rein statistisch gesehen, und die müssten wir theoretisch von 6909 abziehen. Nun ist es aber so, wenn die Bevölkerung, die Durchseuchung der Bevölkerung auf einem so niedrigen Stand ist, dass also nur 1% positiv getestet dabei rauskommen, dann ist diese Fehlerquote der PCR-Tests wesentlich höher. Und wenn ich jetzt also mal annehme, dass die Fehlerquote nicht bei 99,3, sondern bei 99% liegt, dann muss ich 10 Promille annehmen und dann lande ich bei einer Zahl von 6700. Es könnte also durchaus sein, dass bei diesen hohen Testzahlen, die inzwischen gefahren werden in Deutschland, alle oder fast alle Tests, die positiv ausgegeben werden, falsch positiv sind. Rein statistisch bei einer Fehlertoleranz oder einer Fehlerquote von 1 Promille. Wenn 1 Promille Tests falsch positiv sind, kommt dabei diese Zahl raus. Mir ist noch was aufgefallen. Ich habe in Summe 256.240 Tests insgesamt rausbekommen. Und hier sind es nur 252.348, also habe ich die beiden Zahlen voneinander abgezogen und bin auf eine Zahl von
3892 gekommen. Das ist also die bis einschließlich der 10. KW. Und das haben die in ihrer Auflistung in der Summe vergessen. Ist mir aufgefallen, als ich es hier abgezogen habe. Ich habe das hier von dem abgezogen. Haben sie also einen kleinen Fehler gemacht, haben sogar in die falsche Richtung beschissen. Es sind eigentlich 256.000 Tests. So, das lösche ich wieder. Ihr seht also, die Testkapazitäten bzw. die Testzahlen sind nochmal um fast 100.000 nach oben getrieben worden. Fast alle diese Ergebnisse sollten nach meiner statistischen Auffassung, und ich bin Laie, fast alle sind falsch positiv. Und es wird sich niederschlagen, weil keiner in ein Krankenhaus muss und auch keiner verstirbt oder so gut wie keiner versterben wird. Sie wollen diese Pandemie künstlich verlängern und wollen dieses Land an die Wand fahren. Ich wünsche euch nicht viel Erfolg dabei. Pfiat's euch.